Unter den Kommissionieranlagen nach dem Prinzip Mann zur Ware gewinnt die Bereitstellung von Stückgütern und palettierter Ware in Durchlaufregalen zunehmend an Bedeutung. Die Anschaffungskosten eines solchen Systems werden schnell durch die erzielte Rationalisierung überkompensiert. Getrennte Kommissionier- und Beschickungswege verhindern ein gegenseitiges Stören bei der Regalbedienung. Die Artikelverfügbarkeit ist durch den selbstständigen Nachlauf des Lagergutes gewährleistet. Nicht nur die drastische Wegzeiteinsparung, die im Vergleich zu konventionellen Regalen zwischen 40% und 70% liegt, auch die Flächeneinsparung von bis zu 30% gewährleisten den rationellen Einsatz der Bito-Stückgut-Durchlaufregalsysteme in nahezu allen Umgebungen. Das First-In-First-Out-Prinzip, zuerst eingelagert, zuerst entnommen, erleichtert die Überwachung von Haltbarkeitsdaten, Chargen und Lagerzeiten. Durch die hervorragende Artikelübersicht werden Kommissionierfehler vermieden. Lange, gerade Arbeitsgänge reduzieren Artikelfehlzeiten, wodurch eine erhebliche Produktivitätssteigerung der Mitarbeiter erzielt wird. Hohe Stabilität und Standsicherheit werden durch robuste Bauteile der tragenden Konstruktion garantiert. Verschiedene Ausführungen der Regalstatik ermöglichen eine optimale Raumausnutzung zur Überfließlagerung. Das schraublose System der Durchlaufrahmen ermöglicht die flexible Anpassung an die unterschiedlichsten Lager- und Kommissionieranforderungen. Unter Verwendung der vorhandenen Bauteile können die Durchlaufrahmen auf andere Belastungen und Gebindegrößen umgerüstet werden. Unterschiedliche Ausführungen und Anordnungen der Durchlaufrahmen führen zur Ausbildung einer ergonomischen Greifkurve, die den natürlichen Bewegungsabläufen bei der Entnahme entspricht. Rollenbahnen mit oder ohne Antriebstechnik unterstützen den Lagerarbeiter optimal in seiner Tätigkeit. Um die Durchlaufkanäle optimal auf das Lagergut abzustimmen, wurden verschiedene Ausführungen der Rollen und Trennleisten konzipiert. Leicht laufende Rollen und enge Rollenteilungen garantieren ein leichtes Anlaufen des Lagergutes. Ein störungsfreier Durchlauf ist jederzeit gewährleistet. Eine Neueinteilung der Kanäle bei wechselndem Lagergut kann durch die Universaltrennleiste ohne Werkzeug oder Versetzen der Rollenleisten schnell und einfach vorgenommen werden. Auch in vorhandene Infrastrukturen, wie zum Beispiel ein bestehendes Palettenregal, können die Durchlaufrahmen jederzeit nachträglich eingebaut werden. Das verfahrbare Durchlaufregal wurde in einer speziellen Ausführung für die Teilebereitstellung in VDA-KLT-Behältern entwickelt. Die Kanaleinteilung erfolgt mit der abklappbaren Führungsleiste und ist auf die Bodenausführung der Behälter abgestimmt. Ob Quer- oder Längsdurchlauf, die Kanaleinteilung passt immer. Durch das Abklappen der Führungsleisten ist ein Mischbetrieb verschiedener Behältertypen und Kartons möglich. Hohe Verfügbarkeit der Artikel, selbstständiges Nachlaufen der Produkte, leichtes und zeitoptimiertes Kommissionieren, ständige Artikelüberwachung durch FIFO-Prinzip und reduzierte Artikelfehlzeiten durch kurze, gerade Arbeitswege machen dieses flexible System besonders wirtschaftlich. Robuste Bauteile und sinnvolles Zubehör ermöglichen die optimale Anpassung an das Lagergut. Die Kombinierbarkeit mit anderen Regalsystemen und die Anbindung an ein datengestütztes Lagermanagement, zum Beispiel ein Pick-to-Light-System oder durch automatische Regalbedienung, eröffnen weitere Möglichkeiten zur Optimierung des Materialflusses.